The Audiophile Path, dein Hi-Fi-Podcast. Ja, dann. Hi, Freunde des guten Klangs. Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal, Florian Ernst, Audiophile Path. Und heute habe ich wieder einen sehr speziellen Gast hier dabei und darf Karl-Heinz Fink begrüßen. Hi. Hallo. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist und wir heute mal ein bisschen über dich reden, weil ich finde, du bist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, um das mal auszudrücken. Ich bewundere, also ich sag mal so, ohne Lautsprecher geht bei dir gar nichts, oder? Ich meine, im Grunde genommen habe ich natürlich meine Hobbys, aber die meiste Zeit verbringe ich schon mit Lautsprechern, kann man so sagen. Ja, und du bist ja auch in der deutschen Geschichte, ich sag mal so in den letzten 40, 50 Jahren. 40, mach mich nicht so alt. Aber warst du ja immer dabei und immer aktiv. Also wann ging das eigentlich los? Also ich habe letztens mal recherchiert für so eine Informationsveranstaltung und festgestellt, dass ich tatsächlich 1982 angefangen habe. Also es gibt Bilder von mir auf irgendeiner Selbstbaumesse in Dortmund und das Bild war von 1982. Also habe ich jetzt irgendwie letztes Jahr die 40 Jahre voll gehabt. Oh, das ist schon mal sportlich. Aber ich glaube, in den 80ern, gut, das war lange vor meiner Zeit, da warst du ja ungefähr in meinem Alter. Ja, so ungefähr etwa. Ich bin jetzt 65, also war ich dann 25. Ja, sag ich ja, ungefähr in meinem Alter. Ja, und ich habe damals eigentlich mit Selbstbau angefangen. Also, weil das war ein sehr aktuelles Thema. Viele Leute haben aus Spaß ihre Lautsprecher selber gebaut. Und damals war Selbstbau auch wirklich hochinteressant, deutlich interessanter als heute, weil die Selbstbauer eigentlich Dinge probiert haben, vielleicht doch deutlich bevor zumindest hier in Deutschland die typischen Entwickler, Kanton, Heco, in der Größenordnung irgendwelche neuen Dinge angefangen haben. Also ich erinnere mich, dass wir Chassis mit Polypropylenmembran hatten. Und da gab es irgendwie in der deutschen Szene irgendwie nichts mit Polypropylen. Und damals war die Selbstbau-Szene eigentlich beeinflusst oder doch eigentlich schon extrem beeinflusst von englischen Firmen. Also ich erinnere mich, dass ich mal die Gelegenheit hatte, Raymond Cook, den Gründer von Kev, zu treffen bei einer Veranstaltung. Und wir haben dann abends im Restaurant lange da gesessen. Und das war schon beeindruckend, wenn man daran zurückblickt, wie wenig man selber wusste damals in der Zeit und wie viel diese Leute halt eben drauf hatten. Und da hat Selbstbau eine Menge von partizipiert und da waren viele Dinge deutlich weiter, als das im Fertiglautsprecherbereich deutscher Herstellung eigentlich der Fall war. Mhm. Und es war halt ein Thema, was hochaktuell war. Und es gab Unmengen von Kunden, die Spaß hatten und Zeitungen und Artikel und alles Mögliche. Ja, ich glaube, die 80er, 90er waren, glaube ich, schon eine sehr, sehr wilde Hi-Fi-Zeit. Wenn man so zurückdenkt auf so, was natürlich so an Produkten da so auf den Markt kommen, die ich als junger Mensch sehr bewundernswert finde, waren da auch definitiv auch viele Lautsprecherkonzepte sehr, sehr interessant. Da ist natürlich immer viel Wandel reingekommen. Also ich muss sagen, wenn ich heute zurückblicke und ich gucke mir so einige Dinge an, die ich damals noch veröffentlicht und gemacht habe, ein bisschen was habe ich doch in den Jahren gelernt und ein paar Dinge, muss ich sagen, da bin ich nicht sehr stolz drauf, weil ich habe immer wieder mal Leute, die zu mir kommen und sagen, da gab es doch diese Kiste damals und die würde ich gerne nachbauen und dann war das so ein toller Artikel und ich sage dann immer, hör auf, lass es sein. Tu es einfach nicht. Es ist überhaupt so ein Ding, dass viele Leute kommen und sagen, heute kann man die Lautsprecher ja gar nicht mehr so bauen wie früher und früher war alles besser. Nee. Also Lautsprecher sind deutlich besser geworden in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren. Und es gab sicherlich früher auch gute Lautsprecher. Das war aber dann meistens das Ergebnis langer Arbeit und manchmal auch wirklich Zufall. Mhm. Und
man hat Dinge gemacht, von denen man es heute weiß, was da wirklich technisch passiert ist. Da würde mich mal interessieren, was würdest du denn so als Hauptmerkmale nennen, wo du sagst, ey, da ist mal ordentlich was passiert in der Industrie? Also ich denke mal in erster Linie mal bei den Lautsprecher-Chassis-Verzerrungen. Hm. Also Verzerrungen sind deutlich, deutlich geringer. Frequenzgänge sind glatter geworden, weniger Aufbrüche hinten. Also da kann man heute mit Simulation und mit netter Computersoftware schon eine ganze Menge mehr erreichen, auf jeden Fall in kürzerer Zeit. Mhm. Und ja, von daher gesehen ist eigentlich durch diese Technik insgesamt der Lautsprecher im Durchschnitt deutlich besser geworden. Wie schon gesagt, es gab immer mal tolle Sachen früher, aber heute gibt es viel, viel mehr gute Sachen. Mhm. Und ich denke, dass das schon ein deutlicher Fortschritt ist. Wo du gerade so das Thema Messtechnik angeschnitten hast. Ich meine, ich habe mich auch mal mit Lautsprecher-Messtechnik befasst. Das war halt dann ein Mikrofon, ein UMIC-Mikrofon, REW-Software, ganz basic. Bisschen Freifeld gemessen. Das Buch von De Apolito, auch zur elektronisch gestützten Messsystem gelesen. Tolles Buch übrigens, kann ich nur empfehlen an der Stelle, aber muss man auch wollen. Aber ist aber ein dicker Fehler drin. Okay. die Nahfeldmessung, die er im Prinzip ja beschrieben hat, und das Aneinander-Stitchen oder das Aneinanderfügen an die Fernfeldmessung funktioniert so nicht. Okay. Was mich dann nur mal interessieren würde, ich glaube, das, was ihr hier macht, ihr macht ja auch unter anderem, ihr macht ja auch primär Lautsprecherentwicklung und auch Messungen. Ich glaube, mehr, also es ist ja schon wesentlich mehr als einfach nur ein Mikrofon nehmen und ein bisschen messen und dann gucken, wie rappeln wir es zusammen. Also das, was ich hier bei euch ja so bisher erleben durfte, was ihr an Know-how auffahrt und auch was für verschiedenste Messsysteme ihr nutzt, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen mehr als einfach nur ein bisschen messen und ein bisschen Selbstbau heutzutage. Ja gut, das ist in erster Linie mal meiner Faulheit geschuldet, weil wir machen ja viel Consulting. Und bei Consulting ist halt die Zeit, die man braucht, bis man so ein Projekt fertig macht, schon wichtig. Weil die meisten Leute kommen zu uns, weil entweder ihre eigene Abteilung überlastet ist oder die nicht schnell genug sind. Und da kann ich natürlich nicht hingehen und dann jahrzehntelang dann irgendwie mit einem Tütebauelemente im Hörraum rumsitzen und versuchen, die Dinger schön zu hören. Wir haben schon so den Ansatz, dass wir messtechnisch die Lautsprecher so weit wie möglich fertig machen, um dann hinterher mehr Zeit zu haben, sie dann auch anzuhören. Weil bei aller Messtechnik, die wir haben, sagt mir das immer noch nicht so wirklich, wie es hinterher klingt, weil da ist die Balance entscheidend. Und die Balance sieht man eigentlich so auf den Messungen nur sehr schwierig oder sehr schlecht. Also so moderne Messsysteme wie dieser Nearfield-Scanner von Klippel beispielsweise zeigt schon eine Menge mehr. Aber da gibt es eben halt unterschiedliche, sagen wir mal, Sichtweise der Ergebnisse. Also zum Beispiel machen wir meistens so im Bereich 2-3 Kilohertz immer so eine ganz leichte Senke rein, weil das in der Regel einfach besser klingt und der Lautsprecher einen wirklich nicht so angiftet. Während dann Leute der reinen Messtechnik sagen, nee, das muss ganz gerade sein. Weil so ist die wahre Lehre, aber leider Gottes hilft dann in dem Augenblick nicht, wenn man wirklich dann mit Musik hört und einem dann Blut aus den Ohren läuft. Also Messtechnik ist wichtig, keine Frage. Wir haben auch reichlich davon, aber eigentlich nur, damit wir mehr Zeit im Hörraum haben. Mhm. Aber war es dann auch schon mal so, ihr hattet mal, weiß nicht, gibt es dann zum Beispiel einen Lautsprecher, den ihr mal hattet, Top-Messergebnisse, total geil, und dachtet, boah, besser geht kaum, und dann gehört, und dann Ja, ja, klar. Also ich meine, erstmal sind so bestimmte Materialien, die man früher gerne benutzt hat, um einen glatten Frequenzgang zu machen, also wie hochdämpfende Gummisicken, die messen sich wunderbar. Aber wenn man die hört, klingen wie eingeschlafene Füße. Mhm. Weil eigentlich im Prinzip das, was wir messen, in der Regel jetzt nicht wirklich das ist, was wir hören. Also da die Hysterese, die man so hat bei diesen Sicken, also wenn man die eindrückt und dann kann man sich dahinstellen und warten, bis die irgendwann mal wieder rauskommt,
Genau das passiert auch mit der Musik. Das heißt, das, was die speichert, wird dann auch entsprechend verzögert wieder freigegeben. Und das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber im Grunde genommen ist das etwas, was Messtechnik besser macht, aber furchtbar klingt. Mhm. Und davon gibt es natürlich genug Beispiele. Also man muss schon wissen genau, was man da will und wie man die Messung denn haben möchte. Also zu sagen, ich will einen Strich, hilft nicht. Okay. Dann ist ja aber nicht nur ein Frequenzgang total wichtig, sondern auch, du hast ja schon angeschnitten, Materialien, was für eine Art von Hochtöner nutze ich, was für eine Art Bass nutze ich. Würdest du sagen, da gibt es das eine Konzept? Nein. Also ich meine, man kann ja, ich meine, das ist ja im Grunde genommen, ist das ja bekannt, also sagen wir mal im Bassbereich oder die einfachste und manchmal auch beste Möglichkeit ist halt eine geschlossene Box zu machen, weil die einfach flacher abfällt. Aber in der Regel macht die halt ein paar dB weniger Wirkungsgrad als so eine Reflexdose. Und bei kleinen Lautsprechern kann da dann schon mal sehr wenig Wirkungsgrad sein. Und dann wiederum geht auf die Dynamik, die maximale Lautstärke. Also nimmt man oftmals eine Reflexdose, die dann theoretisch mit vierter Ordnung abfällt, unterhalb der Abstimmung halt offen ist. Aber insgesamt hat man dann das bessere Ergebnis, weil sie halt einen deutlich besseren Wirkungsgrad hat. Also so muss man immer den Kompromiss versuchen zu finden, der dann insgesamt das beste Ergebnis gibt. Also so richtig die beste Lösung. Ich meine, wir machen ja auch Dinge wie ein 38er, das macht halt Bums. Ja. Ja. Und es gibt so kleine Lautsprecher, die machen dann irgendwie Plöpp oder irgendwas, wenn die versuchen, Bass zu machen. Aber es gibt noch einiges dazwischen halt eben. Und das muss man halt eben sehen, wie man in dem Fall den Kompromiss dann findet. Mhm. Auch im Hochtonbereich ist es ja so, da gibt es ja Leute, die sagen, ach, du musst eine Kalotte nehmen. Oder nur Bändchen, AMT. Ohne Horn geht hier gar nichts. Was sagst du da dazu? Eigentlich im Grunde genommen gehen alle Dinge. Ich meine, Hörner, jetzt kommt immer drauf an, Horn ist ja nicht gleich Horn. Ich meine, ist da hinten eine Kalotte dahinter oder sitzt da ein Compression Driver hinten dran. Die Dinger klingen sehr konzentriert. Die klingen sehr konzentriert nach vorne, sehr fokussiert, aber das muss man auch mögen. Andere mögen breit abstrahlende Kalotten, weil sie sagen, ja, ich will überall im Raum irgendwie die Luftigkeit haben. Und es gibt, wie schon gesagt, einen Air-Motion-Transformer mag ich prinzipiell sehr gerne, weil sie eben halt relativ viel Fläche haben. Da spielt ja die ganze Ziehharmonika. Und die Dinger können wirklich laut, ohne an zu quietschen, zu fangen. Und sie können tief runter, wenn man es richtig macht. Und im Grunde genommen kann man mit allen Hochtönern gute Sachen machen. Also ich habe jetzt eine Metallkalotte gemacht, macht ja auch schon lange keiner mehr so richtig, aber fand ich dann mal reizvoll und ging sogar sehr gut. Mhm. Also so eigentlich so Grundsätze oder sagen, nee, nur das und das geht, habe ich ja eigentlich nicht. Mhm. Das, was du ja dann zum Beispiel unter Fink-Team veröffentlicht hast, einmal die Kim und die Borg, sind dann aber schon Konzepte, wo du sagen würdest, ja, das ist mein Favorite Fable, oder? Naja, das ganze Projekt ist ja damals mal initiiert worden von Ishibata, der im Prinzip für seine Neuvorstellung der High-End-Serie einen Lautsprecher haben wollte, der eigentlich so unser interner Referenzlautsprecher war. Also kann man schon sehen, dass wir das sehr mögen. Und als wir dann das erste Mal damit auf der Messe waren und die Reaktion war echt irre, da wussten wir eigentlich, wir müssen das machen. Und das erste Modell war halt groß und teuer. Wir haben auch nur ein paar davon gemacht und dann gesagt, nee, das geht nicht mehr, weil es einfach zu aufwendig ist. Und das zweite Modell war eben halt die Borg. Und ich habe gesagt, ach, ich würde gerne einen Zweiweg machen. Man ist ja so ein knapp 11 Zoll Lautsprecher mit einem Air-Motion-Transformer und alle Leute haben gesagt, er geht nicht, kriegst du nicht zusammen, das spielt nicht. Schön, da war dann zumindest für mich ein Reiz, trotzdem zu machen. Und hat auch sehr gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, es ist ein schöner Lautsprecher geworden. Und damit lag natürlich so ein bisschen die Richtung fest, Zweiweg mit einem Air-Motion-Transformer. Und die Idee werden wir noch weiter spinnen. Also wir haben jetzt zwei Modelle, die momentan in der Arbeit sind.
Eins wird zwischen Borg und Kim platziert. Mhm. Und das andere wird ein großes Modell, wobei wir da noch, ehrlich gesagt, schwanken zwischen einem 15 Zoll und einem Air Motion Transformer in einem Horn oder einem Waveguide. Das ist auch noch nicht so ganz fest. Aber es wird zweiweg werden, vielleicht mit Superhochtöner, vielleicht aber auch nicht. Ich denke, es könnte sein, dass wir ohne Superhochtöner hinkommen. Ja, und die Alternative zu dem 15 Zoll wäre in dem Fall 12 Zoll. Weil, ich meine, die Originalbox, die wir damals gemacht haben, hieß ja WM 3 und 4, mhm. was so viel heißt wie Washing Machine und ungefähr so die Größe hat das Ding auch. Ja, ich meine, die ersten Dinger, die wir gemacht haben, die Prototypen, die waren halt aus MDF roh. Ja. Und dann da vorne so ein großer schwarzer Lautsprecher drin. Ne? Da musstest du schon ein Schild dran machen. Hier keine Wäsche rein. Und so sehr ich das mag, aber es mag sein, dass wir vielleicht dann doch zwei 12 Zoll nehmen. Hm. Er ist noch nicht ganz raus, aber... Den Waff-Faktor wird's freuen. Ach, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Also wir haben ja nie versucht, irgendwie so Lifestyle-Dinger zu bauen. Also Dinger, die in irgendeiner Form ja, angeblich frauenfreundlich sind. Also wir haben sehr viel gute Resonanz und Feedback von der Kim, mhm. die wir sehr niedrig gemacht haben. Einfach, damit die so in der Höhe von einem Tisch ist ja. oder von der Fensterbank. Hat auch einen schönen Formfaktor, finde ich. Ja, aber dann nimmt man sie nicht so wahr. Ne? Mhm. Genau das sollte sie tun. Mhm. Und da gibt es komischerweise sehr viele Frauen, die sagen, ja, finde ich gut. Fällt nicht so auf, steht nicht raus und guckt dich nicht immer so an. Mhm. Ja. Aber wir sind da relativ schmerzfrei. Also wir machen eigentlich das, was uns gefällt. Das macht vielleicht das Besondere. Mich interessieren so Marketinggeschichten relativ wenig. Ja, wenn man mit Marketingleuten redet, in irgendwelchen Produktplanungen, davon machen wir ja nur genug, dann sagen die mir immer, was ich vor 2 oder 3 Jahren hätte entwickeln sollen, weil das sind dann die erfolgreichen Modelle, die andere Leute haben. Aber wie sagte irgendwie Steve Jobs so schön irgendwie, ich frage nicht meine Kunden, weil wenn ich das, was die haben wollen, fertig habe, wollen die längst was ganz anderes. Mhm. Und von daher gesehen halten wir das zwar nicht wie Steve Jobs, aber damit, dass wir sagen, wir machen das, was uns Spaß macht und wir machen das, was wir glauben, was ein guter Aussprecher ist. Mhm. War das dann vielleicht auch der Grund zu sagen, also du hast ja Epos wiederbelebt, fange ich mal so an. War das auch dann einer der Gründe zu sagen, ey, Epos, das wär's mal wieder? Ach, nee, eigentlich nicht. Also ich meine, ich kenne natürlich Epos auch und natürlich kenne ich auch die, sagen wir mal, die Legenden um das Produkt. Ich kannte, oder man erlebt ja noch Robin Marshall gut. Wir haben damals zusammen bei Mission gearbeitet. Wir haben dann hinterher zusammen mal bei Infinity an einem Projekt gearbeitet. Er war schon ein toller Typ. Und wenn man sich überlegt, dass die ES-14 so alt ist, also so lange existiert, wie ich in dieser Branche bin, nämlich seit 82 oder 83, dann muss ich immer noch den Hut ziehen und sagen, ja, also der wusste definitiv 1983 deutlich mehr als ich. Mhm. Also da sind Dinge drin, die ja, eigentlich nett gemacht sind. Und ich verstehe schon, warum Leute die mochten. Und als wir ins Gespräch kamen mit Mike Krieg und eigentlich initiiert hat David Jeffries, der leider jetzt gerade verstorben ist, weil er hat mal für die Firma gearbeitet und hatte wirklich sehr viel Sympathie. Jedenfalls sind wir mit Mike Krieg ja, handelseinig geworden. Und dann hatte ich die Firma halt eben. Und als wir das dann veröffentlicht haben, brach die Hölle über uns zusammen. Also da kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute mich angeschrieben haben oder David angeschrieben haben, und sagen, oh prima, ich habe die verkauft, ich habe die und die gemacht, ich habe das und das gemacht. Schön, dass ihr die wieder belebt. Und plötzlich, wir sehen es ja jetzt, wo wir sie ausliefern, waren plötzlich viele der alten Distributoren von früher wieder dabei. Das heißt, es gab so einen Kultstatus bei dem Lautsprecher und das war für mich natürlich ein Anreiz zu sagen, ich mache jetzt nicht irgendwas, was genauso aussieht wie die alte Box, weil das haben andere Leute erfolgreich gemacht. Mission mit ihren neuen Sachen, die sie machen. Aber ich wollte eigentlich die Idee
eigentlich das, was so an Know-how vorhanden ist, möglichst in den Lautsprecher reinzubringen und das nicht wirklich langweilig werden zu lassen. Und alle die Dinge, die wir da reingebaut haben, hatten dann auch wirklich einen technischen Grund und waren nicht nur da drin, weil sie früher schon drin waren. Hm. Mit einer Ausnahme, da sind die 4 mm Bananenbuchsen, die wir hinten eingebaut haben. Hm. Dafür kriege ich auch viel Prügel, weil die Leute sagen, oh, da gehen keine Spades. Aber die klingen einfach wirklich richtig, richtig gut. Und so eine WBT-Stecker mit ganz viel Plastik und ganz wenig Metall kostet ganz viel Geld. Und so ein 4 mm Bananending hat ganz wenig Metall, hat Plastik dran und kostet wenig Geld. Und ich finde, das ist eine wunderbare Kombination und die gehört in so einen Lautsprecher. Ist doch so. Ja gut, aber Spades gehen ja auch. Ich habe da einen Adapter dir beigelegt. Ja, das geht aber schon. Aber das ist nur für den ersten Test. Also ich denke schon, man sollte dann sich ein paar vernünftige Bananenstecker hinten dran machen lassen, damit das vernünftigen Kontakt hat. Hm. Aber klar, die Dinger sind wirklich, wenn man die Boxen gekauft hat und dann zu Hause steht und sagt, wie geht das jetzt zusammen? Hm, okay. Aber es war ja dann schon so, dass ihr die Philosophie von damals aufgegriffen habt von Epos oder dann doch komplett neu oder einfach quasi das alte Design genommen habt und nochmal ins heutige Jahrhundert gezogen? Also wir haben uns schon alles angeguckt, was da so drin war. Also das war allerdings also fast ein Zufall, weil das Chassis in der Originalbox ist ein 7 Zoll und bei uns auch. Das war aber eigentlich so nicht geplant, sondern wir haben die Gehäusegröße als Standard genommen, als Startpunkt. Und daraus habe ich dann das beste Chassis rausgerechnet und ja, das waren 7 Zoll. Und da haben die 1983 offensichtlich auch gemacht. Da war Polypropylen drin als Membranmaterial. Das wollte ich natürlich auch nehmen. Und die hatten auch schon damals keine hochdämpfenden Sicken. Also das ist jetzt nicht so eine Erkenntnis, die so ganz neu ist. Also offensichtlich 1983 wusste Robin Marshall um den Krampf mit den hochdämpfenden Sicken auch. Da war eine Metallkalotte drin. Die hat auch schon lange keiner mehr so in meinem Umfeld gemacht, aber die Idee haben wir aufgegriffen, haben sie größer gemacht, ist eine 28er, konnten dann den Material-Peak, sag ich mal, die Resonanz auf 30 kHz schieben. Und wenn so eine Metallkalotte richtig gut läuft, hat sie auch was. Weil sie hat eben, sie arbeitet halt bis zu den 30 kHz so mehr oder weniger pistonisch, also in einem Stück. Während Gewebekalotten ja schon deutlich früher anfangen, so langsam aufzubrechen. Ich bin jetzt kein Gegner und sage, oh, darf man nicht aufbrechen, weil man könnte keine Zweiwegbox bauen, wenn der Basslautsprecher nicht kontrolliert aufbrechen würde. Mhm. Und während unserer BMR-Zeit habe ich ja gelernt, die Moden zu zivilisieren. Und was anderes ist das nicht, was man da macht. Und ja, dann gab es eben halt eine Metallkalotte und das war weitestgehend identisch mit dem damaligen Konzept. Was dann gar nicht ging, war die Geschichte mit der Frequenzweiche, weil in der Originalbox war ein Kondensator drin. Jetzt ist halt ja so, dass man ja diese theoretischen Vorteile von 6 dB Weichen, also richtige, auch akustisch 6 dB Weichen, ja hinreichend kennt. Ja. Die funktionieren allerdings in der Praxis nicht, weil die gehen nur an einem einzigen Punkt. Wenn also genau die beiden Chassis da sind, wo die hingehören und die Flanken genau übereinander laufen, bewegt man sich, geht nicht mehr. Mhm. Das heißt, die meisten 6 dB Weichen, die man heute so kennt, das sind eigentlich, sagen wir mal, 12 dB Linkwitz-Rayleigh-Filter sehr häufig mit flacherem Verlauf. Aber damals war ich dann nickelig. Ich denke, probier's einfach mal. Und dazu musste ich aber, damit das überhaupt ging, die Lautsprecher irgendwie von der Laufzeit her in die richtige Richtung bringen. Ja, wie macht man das? Ich kann natürlich da eine Stufe einbauen, aber das sieht ja echt hässlich aus. Also haben wir gesagt, dann neigen wir den Lautsprecher einfach nach hinten. Geht auch. So ist dann die geneigte Form entstanden. Und nachdem wir die 6 dB Weiche dann irgendwann begraben haben, blieb die Form aber, weil die uns eigentlich gut gefallen hat. Mhm. Und es kann ja auch nicht verkehrt sein, wenn die Laufzeit zufällig zwischen den beiden Lautsprechern mechanisch auch stimmt. Also zwischen Chassis?
Ja. Und diese, es gibt sogar einen guten Grund, warum Leute mit wenig Bauteilen gearbeitet haben. Aber da haben wir inzwischen eine Menge verbessert. Also man sagt ja immer, ein Lautsprecher hat 8 Ohm oder 4. Mhm. Und dann hängt da eine Frequenzweiche dran mit einer Spule. Und die Spule sieht dann da 8 Ohm oder 4 Ohm. Mhm. Tut die aber nicht. Weil die Impedanz ist nicht nur krumm und schief, steigt nach hinten hin an. Die ändert sich auch mit der Auslenkung. Weil die Spule, im Prinzip Metall, geht rein, mehr Induktivität, geht raus, weniger. Mhm. Die Frequenzweiche sieht dann. Das heißt, man hat im Prinzip eine Modulation der Frequenzweiche durch die Impedanz. Und das kann quietschen, das kann man sogar messen. Also man kann wirklich das messen, je nachdem, was das für ein Chassis ist. Mhm. Und heute werden alle Lautsprecher grundlegend, also zumindest bei uns, von der Impedanz her oder von der Induktivität über Auslenkung linearisiert. Da ist ein Aluminiumring drin oder Kupfer manchmal. Und damit ist das kein Problem mehr. Weil dann kann ich die Schwingspule rauf und runter laufen lassen, ohne dass die Frequenzweiche irgendwas sieht. Und auf die Art und Weise ist die Interaktion halt nicht da. Und man muss halt gute Teile nehmen, aber gut, das muss man ja überall. Ja, klar. Qualität und vernünftige Bauteile, vor allem, als, wenn wir jetzt über passive Lautsprecher reden, sind natürlich das A und O irgendwo, keine Frage. Du, wir sind eigentlich schon so ziemlich am Ende angekommen. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ist gleich schon eine halbe Stunde voll. War auf jeden Fall für mich eine sehr große Freude. Vielen Dank. Für mich auch. Ich konnte mal wieder meine Geschichte erzählen. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Falls ja, folgt doch gerne meinem Kanal. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier mal vielleicht auch noch mal eine zweite Folge entsteht. Ich meine, das war jetzt sehr, sehr fix. Ich meine, für mich kommt das vor wie ein paar Minuten. Ich hoffe, für euch auch. Und ja, dann danke, Karl-Heinz. Ich danke. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt gehen wir an den Plattenspieler einstellen. Genau, das machen wir jetzt auch noch. Genau, Edges Plus. Und das müssen wir jetzt auch noch machen. Mit der Software. Aber ansonsten viel Spaß beim Musik hören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.